Hallo liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde. In der heutigen Folge aus der Serie Pflanzenporträt zeige ich euch eine wirklich spektakuläre Pflanze. Sie hat Blüten, deren Blütenköpfe einen Durchmesser von über 20 cm haben. Das sieht man wirklich nicht häufig. Bleibt dran, gebt mir einen Daumen hoch und ich wünsche euch viel Freude bei dieser Folge. Ja, bei dieser Pflanze handelt es sich um den sogenannten Sumpfeibisch, auf botanisch Hibiscus moschiotos. Wie der Name schon vermuten lässt, kommt diese Pflanze aus feuchteren Regionen, und zwar im südöstlichen Nordamerika. Ja, bedingt dadurch, dass es diese Pflanze doch etwas feuchter braucht, muss man im Hochsommer, so wie wir es jetzt gerade haben, wir schreiben heute den 24. Juli, doch hin und wieder wässern. Absolut trockene Bedingungen sind für diese Pflanze nicht so gut. Ach übrigens, diese Pflanze ist eine Staude, das heißt, die stirbt oberirdisch jedes Jahr ab, treibt aber immer jeden Frühling von unten wieder durch und wird immer breiter und immer buschiger. Deswegen ist es auch nicht unwesentlich, dass man sich so ein Gerüst baut, weil die Pflanze doch sehr kopflastig wird durch die schweren Blüten und sie dann eher mehr am Boden liegen würden. Und das schaut dann nicht so schön aus. Was die Nährstoffversorgung anbelangt, kann ich nur raten, dass man vielleicht mit Komposterde immer wieder das Ganze auffrischt. Das heißt, neue Nährstoffe in den Boden bringt, weil die Pflanze doch sehr stark wächst, sehr, sehr viele Blüten hervorbringt und deswegen auch natürlich auf relativ viele Nährstoffe angewiesen ist. Wenn man sich die Blüte genau betrachtet, sieht man, dass es sich um eine zwittrige Blüte handelt. Das kommt eigentlich im Pflanzenreich sehr häufig vor. Man kann dann die Staubblätter erkennen und die Narbe. Das heißt, das ist dann quasi der weibliche Teil der Blüte, die Staubblätter sind der männliche Teil. Neben dieser dunkleren Blütenfarbe gibt es auch noch zahlreiche andere Variationen. Es gibt ganz weiße, es gibt ganz ausgewaschen rosane Blütenfarben. Das ist ganz unterschiedlich und es variiert auch teilweise, wenn man dann natürlich Sämlinge hat, weiß man nie ganz genau, welche Blüte es sein wird, aber man kann sich da überraschen lassen und es entstehen immer wieder ganz schöne Farbkombinationen.